Etwas kaufen. Bücher in Flotsam? Gemeinschaft der Anderlinge? Wir befragen erstmal. Bücher in Flotsam? Das ist doch kaum ein einträgliches Geschäft. Ach, hier kommen viele Fremde vorbei. Die kaufen und verkaufen manchmal welche. Sheila de Tankerville zum Beispiel war gestern hier und hat eingekauft. Und ausgegeben, wovon andere ein Jahr leben. Hat sie denn was Interessantes gekauft? Die Vermes Mysteriis, Traktat aus Lan Exeter, Gesamtausgabe und ein sehr teures Buch, dessen Titel ich nicht nennen möchte. Und dann hat sie lobenswerterweise noch für die Gemeinschaft gespendet, genauer für die Witwen- und Waisenstiftung. Oh, die ist ja nett. Die Anderlinge in Flotsam sind organisiert? Eigentlich nicht, wir helfen uns nur so gut wir können. Ich bin Steuereintreiber und Überbringer von Loredos Verfügungen. Dann hat Jorvet dich bestimmt im Visier. Da magst du recht haben. Er hat mich mehrfach gewarnt. Ich habe ihm zwar oft erklärt, weshalb das, was ich tue, wichtig ist, aber wir reden aneinander vorbei. Tja, er ist das Schwert, ich bin die Feder. Verschiedener geht es wirklich nicht. Weißt du, früher war es einfacher. Aber dann verschwanden ein paar Elfinnen. Da vertrauten wir den Menschen und den Eichhörnchen nicht mehr und sie hörten auch auf, uns zu vertrauen. Hat man die Elfinnen denn gefunden? Nein. Vermutlich von Neckern getötet. An Moril erinnere ich mich noch gut. Sie hatte so blütenweiße Hände. Ein schönes Paar war das, sie und ihr Freund. Ja. Ich möchte was kaufen. Wir kaufen erstmal. Buch. Enthält das gesamte Wissen über Indriagen. Habe ich das nicht schon? Harpien. Neckar. Gräuel des Krieges. Buch enthält das gesamte Wissen über Moda heute. Buch enthält das gesamte Wissen über Erscheinungen. Ertrunkene. Kairan. Das könnte ich jetzt brauchen. Bloß ich habe kein Geld. Was für eine Schande. Brauche ich auch nicht. Oh, ich habe eine Neckar-Trophäe. Ist ja geil. Ich muss wirklich viele Sachen verkaufen, weil ich habe so gut wie gar kein Geld und deswegen kann ich mir nichts leisten, was wichtig ist. Ja, das wird gut bezahlt, wie ich sehe. Oh, 215 schon. Ich brauche noch ein bisschen für das Buch über den Kairan. Haarschleierlinge. Ach komm schon. Noch ein bisschen. Okay, wir kaufen es uns. Jetzt haben wir eh kein Geld mehr. Was? Okay. Jetzt können wir es lesen und dann wissen wir mehr. Sphärenkonjunktion. Okay. Das ist ziemlich unwichtig. Hauptsache, wir haben das Wissen jetzt. Wie, das hat jetzt nichts gebracht? Wollen die mich verarschen? Ah, doch. 3 von 3. Das heißt, ich mache mehr Schaden und so weiter. Das ist ja gut. 3-3, Krabbspinnen, 3-3. Okay, wenn ihr nichts dagegen habt, dann machen wir jetzt weiter den Kairan, und zwar den Hauptdings, also Schattenbeinwurz. Wo muss ich jetzt hin? Stell das Elixier der Manguste her. Ja, würde ich ja gern. Erstmal mitten auf der Straße meditieren. Hey, warum geht das nicht? Das verstehe ich nicht. Hallo? Was ist das denn?
Festgegenstand. Und das Blaue, ich würde ja gerne wissen, was das ist. Wahrscheinlich Äther. Wir haben nichts, was Äther hat. Verdammt, dann müssen wir es holen. Wird er wahrscheinlich irgendein... Okay. Bevor es hier weitergeht, mit dem Elixier mache ich eine kurze Pause. Ciao. Okay, wieder da. Wir suchen Zutaten für unser Elixier. Ich frage mich, wer das haben könnte. Ein Geschäft. Das, also, da kann ich nicht hin. Einer Gausel, da war ich gerade, der hat nichts. Also gehe ich erstmal links lang. Die große Straße. Hä? Ist das ein Ausgang? Nee, okay. Eine Sache lässt mir keine Ruhe. Schau, was ist ein Hexer eigentlich? Hä? Kartoffeln? Davon läuft doch einer rum, oder nicht? Ist der drinne? Wieso denn Kat... Stinklangweilig. Ach nee, nicht die, ey. Na, Rittersporn? Ich kenn dich, du willst sicher reden. Worum geht's? Erzähl doch, wie das mit Volltest war. Willst du die Version hören, die es noch nicht bis nach Flotsam geschafft hat? Der König starb unter geheimnisvollen Umständen. An seinem Leichnam stand der Hexer Geralt mit einem blutbefleckten Schwert in der Hand. Hast du ihn umgebracht? Was immer du sagst, es bleibt unter uns. Der Mörder floh, bevor ich ihn erwischen konnte. Jemand hat mich reingelegt. Was hast du jetzt vor? Blindlings um dich schlagen und hoffen, dass es mal den Schuldigen trifft? Das muss ich gar nicht. Der Mörder ist hier, bei den Scoia'tael. Er weiß, dass ich hier bin. Wir werden uns schon finden. Geralt, ich flehe dich an, mach nichts Unüberlegtes. Was für eine Memme. Wenn Loredo Wind davon bekommt, dass man dich verdächtigt. Weißt du inzwischen was über die Anschläge? Nadelspüren. Mir blitzen manche Erinnerungen auf, Rittersporn. Woran erinnerst du dich denn? An meinen Tod. Den habe ich mit eigenen Augen gesehen, wie ich schon mehrfach erwähnte. Yennefer opferte sich, um dich zu retten. Ich meinte die Zeit danach. Wie ist es möglich, dass du jetzt lebendig hier bist? Ich kann dich hören und sehen. Du atmest. Meine Güte, du bist am Leben. Meine Erinnerungen kehren langsam zurück, Rittersporn. Ich weiß noch längst nicht alles. Bericht über Roche. Du hast Vernon einen Bericht über Flotsam geliefert. Was ist dir Ungewöhnliches aufgefallen? Im Freudenhaus haben sie wunderbare Mädchen. Eine hat sogar... Du weißt, was ich meine. Ein Ort wie jeder andere. Hafen, Wirtshaus, eine stinkende Flusskloake. Aber wir Poeten schauen auch in die menschliche Seele. Und da sieht es nicht gut aus. Ich war Zeuge eines Diebstahls, begangen von Wachen, den Hütern des Gesetzes. Sie stahlen Waren und verhöhnten die Opfer lautstark. Ein andermal haben Straßenräuber eine Elfin geschlagen, ohne dass jemand eingriff. Ich weiß, so ist es überall, aber hier geht es nicht mehr nur um Hass. Die Leute werden getrieben von kalkulierter Gier. Sie suchen nach einem Vorwand, um sich zu bereichern. Die Anschläge. Ich brauche Informationen, die mich auf die Spur des Königsmörders bringen. Ich kenne nur die Gerüchte, die seit Demavents Tod im Umlauf sind. Die Leute verdächtigen jeden, ob Elf, Nilfgaarder oder Riva. Lass mich raten. Auch serikanische Alchemisten und Halblinge sind in die Sache verwickelt. Bekommt man auch zu hören. Aber der Pöbel geht noch weiter.